Diese Bruxe haben dich einen Verräter genannt. Tja. Wir Vampire haben einen sehr einfachen Ehrenkodex. Man könnte ihn trivial nennen. Entweder ist jemand für uns, uneingeschränkt und unabhängig von den Umständen, oder... Sie werden also keine Ruhe geben. Nein, werden sie nicht. Zum Glück gibt es noch eine Regel, eine ungeschriebene, genauso trivial. Sie lässt sich mit aus den Augen, aus dem Sinn zusammenfassen. Darum muss ich Toussaint verlassen. Vermutlich für geraume Zeit. Ja, verstehe. Ach, gehen wir in mein Lager. Ich habe das überwältigende Bedürfnis, etwas zu trinken. Hervorragendes Bouquet. Entwickelt sich sanft, überrascht im Abgang. Meinst du nicht? Ich bin kein Connoisseur. Dann wird es aber Zeit. Schließlich gehört dir jetzt das Weingut Corvo Bianco. Übrigens habe ich dir ein Geschenk in dein neues Heim gelegt. Auf den Nachttisch. Danke. Verrätst du mir, was es ist? Eine Kleinigkeit, die dir nützlich sein wird, wenn du Mutagene brauchst. Weißt du übrigens schon, was du mit deinem Preis machst? Hängst du die Schwerter jetzt über den Kamin und stutzt Weinreben? Nein, das ist nichts für mich. Vielleicht werde ich dann und wann dort überwintern und meine Weinvorräte aufstocken. Aber ansonsten bleibe ich auf der Straße. Man kann nicht einfach aufhören, Hexer zu sein. Das ist man auf Lebenszeit. Man kann diesen Pfad nicht verlassen. Außerdem gibt es reichlich zu tun für mich. Die Ghule werden sich nicht selbst umbringen. Ist es nicht seltsam, dass immer, wenn wir uns treffen, irgendein Unglück geschieht? Ich weiß noch, dass wir uns hier in der Nähe mal vor einem Schneesturm versteckt haben. Erinnerst du dich? Natürlich. Wir waren unterwegs, um Ciri vor Vilgefortz zu retten. An das Treffen mit Vilgefortz denke ich nicht so gerne. Trotzdem war jener erste Aufenthalt in Beauclair viel ruhiger als dieser. Damals schien es das reinste Märchenreich zu sein. Das einzige Problem war, dass die Keller zu klein für den ganzen Wein waren. Der Schein, Geralt. Der Schein kann trügen wie ein Blender oder Doppler. Sag mal, Geralt, was ist aus Vilgefortz geworden? Ich habe ihn getötet. War nicht einfach. Ich bin genau da, wo ich sein will. Bleiben wir noch eine Weile? Sehr gern, mein Freund. Wir waren Zeugen, manchmal auch Urheber zahlreicher einschneidender Ereignisse. Es war aufreibend. Wir haben eine Pause verdient. Allerdings.